Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen heute rein in ein richtig schönes Helden Pack Opening. Bevor wir aber da reingehen, gehe ich erstmal in 1-2 vs. Angriffsspiele rein, um uns so ein bisschen einzuspielen. Wir spielen auf Augenhöhe das erste Spiel gegen Payet 76, Junge. Helden-Pack-Opening kann ich euch so viel sagen, dass wir auf jeden Fall 3, 4, 5 Helden in den Packs haben werden. Darauf könnt ihr euch freuen, eventuell. Ich hoffe natürlich, ich drücke die Daumen. Ich drücke mir selber die Daumen, dass wir Yaya Touré ziehen, weil Yaya Touré ist der oder ist die Heldenkarte, wo ich sage, ja, den würde ich am liebsten nehmen. Deswegen freue ich mich drauf und guck mal im Hintergrund, da steht schon Join the Club. Also schon fürs neue, nicht mehr FIFA Mobile, sondern EA Sports FC Mobile. Das wird glaube ich eine sehr, sehr geile Zeit. Kann ich euch sagen. Zack, Fonzie Davis mit dem 4:4, aber ich habe da ein, zwei Tore vermasselt leider. Der Gegner bräuchte dann auch schon nochmal einen schönen Ballverlust. 5:6. Chidi dai di doodle dai. Diddle dapple dadle dai. Und der Lorder macht ihn rein. 6:7. Das ist fein. 7:7. Komm. Bitte nochmal Ballverlust, Gegner. Jawohl, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig in die Mitte. Gerdi steht da. 8:8. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Ich war nie wirklich weg. Aber er hält ihn auf der Linie. Was für eine Glanzparade. Ich glaube, es ist die beste Parade, die ich hier in FIFA Mobile gesehen habe, Junge. Er hält den Freistoß so und danach noch auf der Linie den Nachschuss, ich glaube, von Fonzie Davis war es. Und dann verkacke ich hier. Das war mir sowas von klar. Ja, leck mir doch im Arsch. Ja, jetzt kriege ich nicht mal das rein hier. Ja, GG. Da bräuchte ich jetzt Ballverlust. Ja, guckt euch an, wie viele Chancen. Ich hätte hier locker eigentlich mindestens zwei Tore mehr machen müssen. Und diese zwei Tore hätten ausgereicht. So verliere ich das Spiel. Und das ist wirklich zum Kotzen. Und so kann ich hier nicht reingehen in den Pack-Opening, Leute. Mit einer Niederlage die Packs zu öffnen, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Und das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Ja, und das will ich eigentlich auch nicht. Was ist das denn, bitteschön? Der Gegner hat 50% tolle Chancen. Das Ding ist jetzt schon vor dem Spiel ist es schon vorbei. So ein Ding ist das. Was hat er denn hier? Kaká, Bellingham, Pelé. Hat aber ein 135er Gesamtbewertungsteamchen. Ja, moin. Ja, das ist prima. Viva Colonia. Und hat den ersten Schuss auch versemmelt. Genauso wie ich die ersten beiden. Perfekt. Der Gegner aber auch. Was macht er denn da? Oder spielt er nicht richtig? Das wäre schön. Und ich gehe in Führung. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das jetzt hier wirklich real ist. Sag mir, bist du real? Bist du real, Lotta? Lotta! Ja, wieso macht der denn bitteschön nur 3 Tore in der Hälfte der Zeit? Das ist doch auch nicht normal. Also jetzt Real Talk, Junge. Real Talk. 3 Tore. Ich führe jetzt gegen diesen Gegner. Ja, okay, jetzt nicht mehr, aber... Macht irgendwie keinen Sinn hier. Ich sag's, wie es ist. Schön reingehauen, das Ding von Kaká. Also ein Unentschieden wäre ein voller Erfolg. Dafür muss dieser Ball jetzt rein von Gerdi. Dafür muss dieser Ball jetzt rein von Gerdi und ich spiele unentschieden. Gegen Ken, Junge. Dickes GG gegen so ein Team. Unentschieden zu spielen, das ist schon sehr, sehr nice. Das ist schon sehr, 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 sehr nice. Und ich würde sagen, damit kann man erstmal mit einem breiten Rücken, wenn man gegen ein 135er Team, der hat 50% tolle Chancen gehabt, wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass er entweder
weiß ich nicht, seinen kleinen Bruder spielen lassen hat oder so. Ist mir auch am Ende des Tages egal. Wo ist denn der hier eigentlich drin? In den Fantasy Packs, okay. Fantasy Packs. Timo Werner ist dabei, okay. Flauwich Gabriel, aber da sehe ich uns heute noch nicht, sondern wir sehen uns. Ich sehe mich heute in den Helden Packs. Ich sehe uns dann Freitag. Schön um 20 Uhr zum Fantasy Pack Opening. Was denn großer? Genau das machen wir. Genauso wird es ablaufen. Aber jetzt erstmal die Helden Packs, weil da kriegen wir. Ich weiß noch nicht. Entweder mache ich 3 oder 4. Also die beiden auf jeden Fall. Und ja, da haben wir auch einen Spieler drin, 101 plus, also mal gucken. Abedi Pelé, Mostovoy, Campos, Aljaber, Lars Ricken, Freddy Lundberg, Mario Gomez, Junge. Stellt euch mal vor, wir kriegen jetzt Mario Gomez im Pack, Junge. Das wäre jetzt zu lustig. Mario Gomez! Einfach Walkie, komm. Das ist kein Walkout. Das heißt, es kann eigentlich gar kein geiler Spieler sein. Es ist Jules Koundé als Totti, 101. Ja, leck mir doch am Arsch. Ach, du heilige Maria. Okay, gehen wir rein ins nächste. Bitte einfach Walkout. Ja! Schweden, Freddy Lundberg. Ja, es ist Freddy Lundberg als Heldenkarte. 107er! Wie geil ist das denn, bitteschön? Freddy Lundberg als Heldenkarte, 107. G. Als ob der jetzt 14 Millionen bringt. Ist aber wirklich schon eines der besseren Helden. Guckt euch das an hier. Jo. Saugeil. Ich werde ihn zwar nicht spielen, weil Freddy Lundberg. Ich erinnere mich noch an seine Zeit, ja. Aber ist halt RM und für mich nicht so wirklich gebrauchbar. Auch wenn die Stats wahrscheinlich gar nicht so verkehrt aussehen werden. Und sie sehen auch nicht verkehrt aus. Aber ich kann ihn halt nicht benötigen und deswegen werde ich ihn auf den Transfermarkt draufstellen für 14,9 Millionen. Werde ihn direkt hier raufknallen und werde ihn auch direkt verkaufen, weil es, ja, meinen, ja, weil es meinen gibt, ne? Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Muss ich nur noch warten. In der Zeit kann ich denn noch, ich öffne noch zwei. Ich öffne noch zwei dieser Ultra-Helden-Packs. Let's go, Junge. Wo es gerade so lief mit den normalen Heldenpacks und Freddy Lundberg will ich jetzt noch einen Walkie. Und wir kriegen noch einen Walkie like a Talkie. Polen. Oh, nee, das ist der Torhüter. Dudek. Oder? Dudek, 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 Dudek. Ich glaube, der wird jetzt nicht so viel wert sein. Weil wer will denn Dudek sich hinten ins Türchen stellen? Wenigstens 250 Millionen, das schmeckt schon mal, aber Dudek 10 Millionen, kann ich mir nicht vorstellen. Oh doch, 10 Millionen für Dudek, schmeckt, Junge. Schmeckt. So, dann gehen wir noch rein ins nächste und ins letzte Pack für heute. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Komm, gönn. Und es ist kein Walkout, wie kann das denn kein Walkout sein? Hä? Als ob es jetzt nur ein 105er ist oder was? Campos, ach du heilige Scheiße. Ich glaube, wir haben den schlechtesten Heldenspieler gezogen, den man ziehen kann. Aber die Pelé ist besser, Mostovoy ist besser, Kale ist besser, Keen ist besser. Ja, wir haben den schlechtesten 105er gezogen. Kustigi, natürlich nicht. Wenigstens ist Dudek auch direkt weg. Und ich guck mal, 7 Millionen wäre schon geil noch. Dafür 7 Millionen zu bekommen. Und wir kriegen für Campos 7 Millionen. Einfach weg damit, komm, yalla. Yalla, yalla. Leute, das war's. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und Tschüssikowski.